sind in der Stadt Dorfen. Dorfen liegt im Landkreis Erding, ca. 45 Kilometer östlich von München. Urkundlich erwähnt wurde Dorfen das erste Mal im Jahre 773. Heute leben in der Stadt ca. 15.000 Menschen. Mit dem Zug sind sie in einer Dreiviertelstunde in Dorfen. Heute zeigen wir Ihnen eine Zusammenfassung der Beiträge aus Dorfen. Und wir starten direkt im Rathaus mit Bürgermeister Heinz Grundner und fragen ihn, was in seiner Stadt so los ist. In Dorfen ist sehr viel los. Wir sind ja von dieser Wachstumsdynamik im Landkreis Erdingen, im gesamten südostbayerischen Raum geprägt. Wir haben einen erheblichen Siedlungsdruck, das heißt Ausweisung von Wohngebieten, Gewerbegebieten, auch im Zusammenhang mit der Eröffnung der A94. Das beschäftigt uns natürlich im Bereich der Kommunalpolitik, aber auch. Wie lange ist die Autobahn jetzt schon zu befahren bis hier? Seit 1. Oktober. Ja, das ist wirklich ganz frisch. Ganz kurz. Ist natürlich von den Verkehrswegen her positiv zu sehen. Die Nähe zur Landeshauptstadt ist dadurch noch näher geworden. Aber sind viele Dorfner, die pendeln nach München? Wir haben sehr viele Pendler. Mit dem Zug den größten Anteil, aber sicherlich auch sehr viele, die mit dem Auto pendeln und die begrüßen die Situation natürlich. Eben, weil jetzt ist man, in wie vielen Minuten ist man in München? 35 oder 35, 45 Minuten, je nach Verkehrszeit stehen Sie am Stadtrand München. Vom Stadtrand München geht's zum Stadtrand Dorfens. Wir sind jetzt hier in einem Ort in Dorfen, der für die Kleinen gemacht ist, wo aber auch viele Große sich treffen. Und Frau Engelmeier erzählt uns jetzt gleich mehr darüber. Und Sie sind auch Anwärter gerade für einen Preis, für den Deutschen Kita-Preis, habe ich gelesen. Ja, muss ich jetzt gleich eine kleine Einschränkung machen. Also nicht nur als Einrichtung hier, sondern als Bündnis, als diese Vernetzungsstelle auch für die anderen Kitas der Stadt Dorfen und für die Arbeit mit Familien und Kindern. Ja, das ist aber auch das Besondere an dem Haus hier, oder? Dass es vernetzt ist. Dass es vernetzt ist, dass Dorfen 9 Kitas hat. Also Dorfen investiert unheimlich viel Geld in seine Kinder- und Jugendeinrichtungen. Und dass wir uns als Bündnis beworben haben in diesen Vernetzungen. Jeder Kita hat etwas Besonderes bei uns und die Leiterinnen, wir treffen uns eben auch mit der Verwaltung, mit der Sachbearbeiterin dort regelmäßig und versuchen unsere Kitas eben auch qualitativ weiterzubringen, neue Wege zu gehen, momentan auch den Weg der Inklusion in allen Häusern. Und mit diesem Thema haben uns wir beworben. Also nicht als Kinder- und Jugendhaus allein, als Kita. Als Dorfen, als ganze Konzept Dorfen. Als ganzes Konzept Dorfen. Und da sind wir nominiert unter den ersten 15. Und weiter geht unsere Expedition durch die Stadt Dorfen. Wir sind jetzt hier auf dem ehemaligen Ziegeleigelände der Firma Meindl. Und zwei junge Dorfner haben das hier wieder zum Leben erweckt. Und was da genau passiert, das erfahren wir jetzt gleich. So, neben mir steht jetzt der Tobi und der Andi. Hallo. So, jetzt erzählst du uns mal, was macht ihr hier? Ganz lustig. Wir arbeiten jetzt hier seit circa einem Jahr. Und ja, das ist ein bisschen eigentlich ganz anders zustande gekommen. Wir waren auf der Suche nach einer Location für ein Open Air. Und ja, als Dorfner kennt man das Gelände auch. Seit, weil hier immer die Ziegelei war, oder? Ja, genau, die Riesenziegelei. Wie lange gibt es die? Seit wann gibt es die nicht mehr? Es sind jetzt 3 oder 4 Jahre, hat die jetzt komplett zu. Aber die haben nach und nach immer Personal abgebaut. Also es wurde immer stiller sozusagen hier. Ja, und dann, wie habt ihr dann erfahren, dass man hier was machen könnte? Oder war das eure Idee? Also tatsächlich, wir haben früher auch schon mal gefragt, dass die Ziegelei noch in Betrieb war und wir haben halt gewusst, dass manche Hallen leer stehen, aber da kam immer nur die Aussage so, ja, das Betriebsgelände schleicht sich mit euren Veranstaltungen so ein bisschen. Und ja, also der, wo das jetzt hier gekauft hat, der war schon früher schon Sponsor von unseren Open-Air-Events. Ah, ihr habt schon mal sowas gemacht, zusammen auch, ihr zwei? Ja. Also ihr seid bekannt dafür, ich mal, in dem dass ihr so ein Team seid. Oder ihr kennt es halt aus der Schule wahrscheinlich, oder? Ja, nicht direkt, sag ich mal. Wir haben, glaube ich, irgendwie über die Veranstaltungen zusammengekommen. Und da habt ihr Open-Airs immer organisiert? Ja, wir haben vor 10 Jahren angefangen mit Clubs, also mit Events in Clubs. Und dann irgendwann vor 6 oder 7 Jahren war es, wo wir das erste Open-Air gemacht haben. Hier in Dorfen? Ja, das hat das Goldgarten gekostet und das haben wir 4 Jahre durchgezogen und dann war es also, dass das praktisch vorbei war. Und dann hat man irgendwann nach Alternativen gesucht, neben dem Clubgeschäft. Und dann, also wie kam es dann direkt dazu, dass es dann doch frei wurde hier?
Naja, wir haben es dann Gott sei Dank vor der Presse noch erfahren, dass der Kauf eben stattgefunden hat. Und man hat sich ja da erkannt, wir haben eben auch die Firma gekannt schon, weil sie eben Partner von unseren Festivals waren. Und dann habt ihr gleich gesagt, wir wollen das hier übernehmen. Ja, genau. Ja, schon. Also es hat mehr Bewerber gegeben und wir haben uns auch mit dem Grundstückseigentümer dann getroffen. Und dann hat er sich irgendwann für uns entschieden. Und so sieht das dann aus, wenn die zwei Jungs was auf die Beine stellen. Wir sind in Dorfen und zeigen Ihnen heute eine Zusammenfassung der Beiträge aus diesem schönen Städtchen. Wir sind jetzt hier in einem Hotspot in Dorfen und zwar beim Kulturhaus Jakob Meyer. Und die Birgit erzählt uns jetzt da gleich mehr darüber. Denn die vielseitige Kulturmanagerin schafft es, hochkarätige Künstler aus der ganzen Welt in die kleine Stadt Dorfen zu holen. Also ich angefangen habe ich 2008 schon mit den Planungen für das ganze Haus. Also da war ich schon mit involviert. Und aufgesperrt haben wir am 11.11.11. Also jetzt genau, schon das ist jetzt insgesamt acht Jahre. Ja. Genau, und was das achte Betriebsjahr, ja. Und genau. Wen hast du jetzt alles hierher geholt? Nein, also ich habe echt schon viele Leute hierher geholt, finde ich. Also das ist, und angefangen hat es mit der Eröffnung, da war die Biermüsselblasen da mit dem Hans Söllner und dem Alfred Mittermeier. Und dann ging es einfach weiter, also ganz am Anfang auch gleich ein Ringelstädter, der damals noch nicht so bekannt war. Und das war natürlich super, dass wir den gleich genommen haben. Es hat mir immer schon gut gefallen, was er macht. Und jetzt füllt er natürlich auch einen Saal. Und es waren schon da Günther Grünwald, der Michael Mittermeier, dann der Django Asyl, der Rick Kavanien, dann Helmut Schleich, Ringsgewandl, ja, Gabi Moreno, eine Latin Grammy-Preisträgerin. Also wirklich ganz, ganz große Namen im Grunde genommen. Und du hast einen, hier sehe ich einen Kabarettist, der auch Stammgast oder Dorfner ist, gell? Der ist Dorfner, ja, und der unterstützt uns auch sehr hier im Haus. Und mit ihm geht es jetzt auch weiter, weil wir durften den gebürtigen Dorfner in der Künstlergarderobe treffen. Und du bist ja hier in Dorfen, bist du hier aufgewachsen? Ich bin hier gezeugt worden, geboren worden. Ich habe die Kindheit, die Jugend, Firmung, Kommunion, also ich habe alles gemacht. Also du bist ein echter Dorfner? Ja, genau. Ja. Und wie bist du zum Kabarettisten geworden? Ach, bei uns ging das in der Kindheit schon los, und zwar im Fasching. Also ich komme aus dem Fasching raus, muss ich klipp und klar sagen. Wir haben im Fasching angefangen auf unseren legendären Maschgraversammlungen. Das ist sowas wie Mainz bleibt Mainz, aber auf Dorfen zugeschnitten. Ja, eben, in Dorfen ist der Fasching wirklich groß geschrieben, gell? Ja, also das ist richtig, hat eine lange Tradition und gipfelt natürlich am unsinnigen Donnerstag im Hemertlinsenumzug. Ja. Da muss ich echt mal herkommen. Unbedingt. Kenne ich nämlich nicht. Ehrlich jetzt? Also, obwohl ich aus Wartbergskirchen bin, also gar nicht so weit weg. Aber ich war hier nie beim Fasching, das ist wirklich komisch. Also das Herkommen ist leicht, das Heimkommen ist dann schwierig, beziehungsweise wie, ja, in welchem Zustand. Und dann, also hast du da Reden gehalten oder wie? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben angefangen als Kinder Sketche zu spielen. Also die Klassiker, Karl Valentin, einmal Friedel-Fesel-Geschichte und so weiter. Und dann ging das so langsam über, dass man regional was geschrieben hat zur Kommunalpolitik. Also sprich, was war im Rathaus oder was ist bei uns am Ort passiert. Und das hat sich dann immer mehr so entwickelt, bis man dann letztendlich dazu übergegangen ist, dass man gesagt hat, ja, eigentlich kann man mit selbstgeschriebenen Texten auch auf die Bühne gehen. Ja, vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ja. Wir verlassen die Kulturszene Dorfens und erfahren jetzt mehr über die Geschichte der Stadt. Und wenn man in Dorfen ist, dann muss man natürlich ins Heimatmuseum in Dorfen, um ein bisschen was über die Geschichte zu erfahren. Und da haben wir uns jetzt zwei Koryphäen herbestellt, die uns da bestimmt ganz viel erzählen können drüber. Ja, das ist eigentlich ein kirchlicher Raum, denn ein wesentlicher Teil unserer Geschichte ist auch hat kirchliche Ursachen.
Und zwar eine große Wallfahrt war in Dorfen zwischen etwas 1700 und 1800, also im 18. Jahrhundert. Und das sind richtig, eine Größenordnung gewesen wie Altötting, dass hier so viele Wallfahrer nach Dorfen gekommen ist. Und man sieht auf dem Bild auch die Ursache des Ganzen, nämlich die Madonna hier droben, die es ja heute noch in der Kirche gibt. Und diese Madonna ist 1707 als wundertätig erklärt worden vom damaligen Erzbischof von Freising und München. Und das ist dann richtig aufgegangen. Aber da war natürlich der entsprechende Partner mit dabei. Da können wir darüber schauen. Dieses Bild da oben zeigt hier den Mann. Das war der Pfarrer, der damals in Dorfen gewesen ist. Und der hat das richtig nach oben gepusht. Es hat ja damals auch schon eine Wallfahrt gegeben, vielleicht darf man so ein bisschen eine Episode dazu erzählen, die nach Altötting geführt hat, auch an Dorfen vorbei. Und er war also schon geschäftstüchtig genug, dass er versucht hat, die auch nach Dorfen umzuleiten. Das hat wohl funktioniert. Es hat funktioniert. Also in der Zeit so zwischen 1710 und 1750 sind bei uns 4 Millionen Wallfahrer aufgegeben. 4 Millionen? Ich meine, Dorfen war wahrscheinlich noch recht klein zu der Zeit. Dorfen hat zur damaligen Zeit vielleicht 900 Einwohner gehabt, aber eher weniger. Ja. Und Wallfahrer sind gekommen vom ganzen süddeutschen Raum, auch aus dem österreichischen, auch aus den angrenzenden östlichen Gebieten. Und es gibt auch heute noch fast in all diesen Gebieten auch Kirchen mit dem Dorfner Wallfahrtsbild. Sehr schön. Alle Beiträge können Sie in voller Länge in unserer Mediathek finden. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.